Oh! Ach du Scheiße! Oh fuck! Sieht geil aus, aber ist schon ein brutales Ding. Jo Leute, was geht ab? Wir sind mitten in Tschechien. Wir sind in der Nähe von Karlovy Vary, genauer gesagt in der Nähe von Loket, in einer riesengroßen, ich sag jetzt mal, Minehalte. Und zwar wurde ich angerufen letzte Woche von meinem Rosebikes-Teammate Jakub Wenzel. Er filmt hier ein Edit, baut hier, hat gefragt, ob ich Bock habe, mitzufahren, mit dem Edit was zu machen und ob ich Bock habe, ein bisschen mit anzupacken. Da habe ich gesagt, natürlich. Jakub ist hinter der Kamera. Jakub, maybe come a bit closer. Okay. You invited me to come here and have a look at the stuff and also ride in the end, yeah, of course, but it's still a lot of things to do. Build a little bit. Thanks for the invitation and maybe a couple of sentences from you. What are we doing? Yeah, so we're in the coal mine. Close to, yeah, Sokolov, and I got a chance to build some stuff in here, which was very difficult to get the right context and stuff, and yeah, but we were lucky enough, so this is actually like a second day of the main build. You can see the main trick jump behind us, and the whole idea was that we obviously have the new freeride bike, the Scrub, yes, and it was like a big goal for me to film like a nice video on that bike, so this is gonna be it. It took very long to prepare, and yeah, we're finally in the stage where we're really building and it's happening, so yeah, one scary part, but also excited. This is the trick jump, you said. Where, yeah, located is the free ride section or maybe the trail section? So the main mine is over there. Yeah, and we're, yeah, gonna, yeah, go, I guess, take a look there later. Yeah. And there's more like, yeah, free ride lines, some step down, some drops and, yeah, and that kind of stuff. So that should be two parts. Sick. Also ihr seht jetzt hier ein Behind the Scenes von dem Edit. Das volle Edit gibt es dann bei Jakub auf dem Channel oder ja, wo es dann auch immer ist. Ich verlinke euch das unten hier in dem Video, gibt es ein Behind the Scenes, wie wir bauen, wie was so beim Dreh passiert. Und Robert und ich haben uns vorhin schön verfahren und sind ehrlich gesagt schon da hinten bei dem Freeride-Spot gewesen und man konnte von oben hier runter gucken und diese Mine ist einfach nur geisteskrank groß. Ich keine Ahnung wie groß, ich muss dann mal googeln, aber das hier ist einfach nur ein kleiner Ausschnitt und es ist richtig geil, hier die Möglichkeit zu haben, sowas zu bauen. Ja, und jetzt gucken wir mal, was so geht. Bauen ein bisschen und dann später wird natürlich auch gefahren und getestet. Jetzt macht er weiter. Ich wollte gerade sagen, wie ihr sehen könnt, wird hier immer noch fleißig gebaggert. Ein was ich euch jetzt noch mal zeigen möchte, ist, was ein bisschen Probleme bereitet. Das ist relativ, also es hat nicht kein Lehmanteil, gar nichts. Ich weiß auch, Jakub weiß auch nicht wirklich, was es ist. Es ist so wie, bisschen wie Kohle. Es ist so Abfallzeug gefühlt. Ich weiß es nicht ganz, aber es ist auf jeden Fall sehr weich. Wenn man jetzt reintritt, wird es zwar fest, aber wenn man mit dem Bike wieder durchfährt, kommen sehr schnell Rillen rein. Deswegen haben wir jetzt viel gewässert. Das war jetzt gerade ein bisschen unsere Aufgabe von Jakub, Robert und mir. Aber viel mehr konnten wir jetzt gerade hier gar nicht machen, weil der Bagger eben hier die Landung schön formt. Aber wir gehen dann gleich zu dem Freeride-Spot und dort muss noch einiges gemacht werden. Jakub hat ein bisschen Bedenken, dass es zu locker ist. Aber ich habe ihm gesagt, ganz ehrlich, für so ein, ich sag jetzt mal, Art Trittsprung ist es ja eigentlich nicht schlimm, wenn man jetzt hier eben dann die Tricks macht. Er macht sich sehr viele Gedanken, dass alles klappt, aber ich habe da eigentlich ein bisschen beruhigt und es sieht cool aus. Und boah, wir waren vorne auf so einem anderen Spot, wo man die ganze Mine überblicken kann. Das ist einfach riesengroß. Ich weiß nicht wie groß, aber es ist geisteskrank. Also wir haben von oben nicht das Ende gesehen und das ist hier ja nur ein kleiner Teil, so auf jeden Fall fett hier sowas machen zu können. Jakub sein Bike entdeckt, Farbe finde ich auch ziemlich geil. Ja, und damit wird er jetzt im Edit schweben. Single Speed hat er dran. Ja, und auch hier so verlegt, dass man Barspins machen kann ohne Rotor, aber cooles Ding.
like you can spot the landing very good, I think. Like it needs like filling more where this like little tree is there. Ja. Like on the left side, just in case you're going there. Also Jakub hat uns jetzt zu dieser, ich sag jetzt mal, zur Freeride Trail Section geführt, hat jetzt hier schon einen Stepdown gebaut, Running ist da oben und die Landung ist da hinten und hier ist die übelste Kluft und jetzt beim ersten Blick sah es für mich schon ganz schön geisteskrank aus, wenn man sich jetzt ein bisschen mehr anguckt, sieht man, wo es hingehen soll. Es ist halt schon eine brutale Hip von hier über diesen Kamm und dann reinkippen. Das ist schon geil. It's all just the speed always, kinda. You have to really judge speed and everything really well. Yeah, sure. Yeah, let's go take a look. Begeistert? Ja, es sieht ziemlich krass aus. Also nichts irgendwie, was man von uns jetzt kennt. Ich weiß jetzt auch nicht, was das jetzt hier wieder für Material ist. So ein bisschen viel Kies drin hier jetzt. Ein bisschen mehr Lehm, es wird zumindest fester. Sieht geil aus, aber ist schon ein brutales Ding und man muss halt, das unterschätzt man auch oft jetzt so bei Rampage oder bei solchen Events, man muss halt echt den Speed sehr gut einschätzen können, weil entweder springst du zu kurz und an die Rückwand oder perfekt oder du bist zu schnell und überschießt es komplett. Everything's good. Yeah, you could hit it first from here and then you could also do this. Guy is just almost hitting the cyclist coming by. I don't know. Yeah. We built it as like originally this was supposed to be a jump, but I think I would not build it as a jump in the end. And also, like, I think it's very different for you, like, you just coming here now, yeah. And seeing, like, sort of, like, almost, like, not finished, but, like... You have to ride it! Aha! Neue Hoodie hält. Auch warm, aber ich muss mir noch die Jacke drüber ziehen. Hier geht so ein brutaler Wind, es ist super kalt. Aber ist eine gute Base. Okay, haben jetzt gerade hier noch, wie gesagt, da den Absprung gebaut. Da rein, Stepdown Jump unten, Landung rein. Ich weiß gerade nicht, ob das gerade inkognito gefilmt hattest, aber Jakub hat gesagt, was hier halt die Sache ist, ist ein bisschen. Die Landung ist halt, wenn man jetzt von oben guckt, relativ skinny. Von oben sieht man, dass sie recht breit ist, aber es geht rechts, dann nach da, links hat man so einen Huckel. Ja, man baut halt einfach irgendwo eine Line rein und es ist jetzt nicht alles glatt geputzt wie im Bikepark. Das ist halt ein bisschen so die Sache. Wir holen jetzt mal unsere Fahrräder und wir wollen auf jeden Fall hier mal ein paar Hügel runterfahren. Sind jetzt hier noch nicht ganz fertig, aber wir wollen jetzt einfach mal den Track auschecken, wie der hier so ist. Und dann gucken wir mal, ob wir das heute schon springen oder morgen oder beim nächsten Mal. Aber wir fahren jetzt auf jeden Fall mal hier so ein paar Sachen runter. No! Dude, it's like super wet! No! Ja, also sind jetzt gerade mal die Landung runtergeballert. Da ging es oben los mit dem kleinen Skinny. Einfach mal um zu testen, wie hart ist die Landung, wie fühlt sich der Track an, wie ist die Ausfahrt. Oh, ganz gut. Wait. Der Aufstieg. Oh nee, jetzt geht's halt echt los mit ziemlich brutalem Wind. Wie gesagt, Jakub ist gerade was essen, kannst mir jetzt nicht vorfahren. Der hat mir gesagt, wie ich schneller fährt. Es ist praktisch nur Rollen. Aber weil ich jetzt hier noch nicht einmal runtergefahren bin ordentlich, mache ich das jetzt erstmal.
Ja, schon nicht klein, aber in Ordnung. Aber ja, das als erstes zum Morgen, ohne was anderes vorher zum Einfahren. So ist das halt manchmal. Okay. Yes, sir! Hört ihr das? Ich habe diesen Windpuschel drauf, es hört gerade wieder ein bisschen auf. Aber es sind so 7 Grad und der pfeifende Wind macht es ja, so 2 Grad kalt. Wir sind auf jeden Fall gut ausgestattet mit der Motion Brand Jacke. Aber ja, im Sommer bei 20 Grad filmen ist natürlich entspannter. Minuten später. Es wird gerade nicht besser. Ich fahre jetzt hier einfach mal den Hang runter. Der sah schon am Anfang super geil aus. Yo. Ach du Scheiße, Alter. Boah. Mein Vorderrad ist einfach übelst eingesunken. Das Zeug ist einfach so lose. Da ging es auf einmal recht tief rein. So mit einmal so. Much Pit. Ich habe gerade aber mal nebenbei die Footage gecheckt und das sieht ja einfach mal geisteskrank aus. Also schon so vom Auge her, das Schwarz von dem Abhub oder wie auch immer man das nennt, ist schon krass. Aber jetzt nochmal angeguckt mit dem Fahrrad, wenn man da runterfährt. Ich fand es gerade ganz cool. Sieht nicht aus wie immer. Ist halt kein normaler Dreck, sondern halt so irgendein coole Schrott. Ist jetzt vielleicht auch nicht so gut jetzt hier einen Monat zu verbringen, aber mal ein, zwei Tage Fahrrad fahren, denke ich, ist in Ordnung. Ui! War ein Mini-Hang-Up, hab ich gemerkt, aber ging ziemlich geil. Also, legen gerade los ein bisschen zu filmen, da ist Jakub, ein Filmer, zwei Filmer. Was er macht, weiß ich gerade nicht, kommt gerade nochmal an. Race-Drohne, noch ein Filmer. Robert macht gerade Fotos. Flip No Hand. Yo. Gerade nicht gefilmt, aber Fotobeweis ist da. Ich check mal einen Heel-Clicker an auf dem Sprung. Oi. Hat nicht geklickt. Oh! Boah! Alter, war der Taildive. What the? Das war der größte Sprung, wo ich den je drüber gemacht habe. Und das lange Bike ist schon ganz schön abgehauen. Und zwar von mir nicht so. I was on the edge of throwing it, but I thought let's keep it alive. I actually landed on the pedals and went like. Boom. Hier bleibt immer so viel Dreck an den Reifen kleben. Machen die vorher immer kurz sauber. Fällt immer einiges runter. Jetzt war gar nicht so viel dran diesmal. Aber manchmal, wenn man durch so ein Schlammloch fährt. Wow! The jump is so long, it's kinda hard to stay over the bike. Ja. So ein bisschen, es hat so viel Schwungmasse. Im Bikepark und Schöneck über die kleinen Sprünge machst du einfach so dumm. Aber hier musst schon, steht halt so lang in der Luft. Aber ja, ging gut. Ein riesen Vogel hier. Okay? Yep. Okay, Jakub hat, glaube ich, was Krasses vor. Der hat ordentlich dafür geübt, so wie er es mir erzählt hat. Ah, schade. Also, ich bin jetzt drauf und dran, Frondi zu machen. Und eigentlich der Plan dann Frondi No Hand für das Edit. Und ja, hab jetzt bisschen den Rest gemacht, den ich machen wollte, und das wäre jetzt so der Trick fürs Edit. Wie gesagt, ist eigentlich Jakobs eins,
und ich glaube, ich habe so 10-15% Guest Part. Ja, wie gesagt, nochmal Videos unten verlinkt. Und ich filme das jetzt vorher. Ich weiß nicht, wie jetzt alles wird. Ist jetzt ein bisschen komisch, da jetzt so drüber zu reden, aber ich denke, es wird ganz cool von all den Shots, die man jetzt hier so gesehen hat. You do as well? Yes. Yes! Perfecto! Okay, jetzt kommt wahrscheinlich das, was Jakub, wie gesagt, geplant hatte. Yo! Yes! Sieg! Jakub hat schon wieder gesagt, er hat noch nicht... You didn't like it as much. I think it was good, but I know what you mean. You wanted to have it stretched more or longer, maybe? Yeah, and I think it was out. It was like proper. Yeah, but I had my legs spread out. And okay. Yeah. Oh yeah, I see. We have to go pick up. Yeah. It's like a Crankworx run now, actually. Like we standing on top of the Roland. You go first, I drop in after. Dong, dong. You as well. Okay, 3, 2, 1, drop in. Yes! Da ist das Ding. Schöner. Der klappt jedes Mal. Aber es ist immer wieder eine Herausforderung. Nichtsdestotrotz. Es ist eigentlich beim Frontflip, man geht halt eh schon vor, die einfachste Kombo, da die Hand wegzunehmen. Oder die Hände. Aber es ist trotzdem Nervenkitzel, weil man fliegt halt, ne? Ohne Hände am Lenker und Vorwärtshaltung. Und der Sprung ist halt auch nicht klein. Oh geil, heavy. Jakub ist bereit. Yep. One, drop it. Yo. Das war gut. Beine waren zusammen. Legs were together. It was pretty good. Yeah! What the fuck? Auf eins einfach. Das war wie auf dem Dirtjump. Halt mal. Geil. Nice. Yes, sir. 3, 2, 1, drop it! Oh fuck! Oh! Sweet bees! Tony, bist du happy? Generell so. Sweet. Jetzt Jakub und dann... Yes! Yes! Geil! Geil! Oh, das ist schon also ein ganz böses Manöver auf dem großen Fahrrad. Junge, Junge. Yes, sir! Bam. Super gut. Nice. Nobody sees it actually. Yes! Das war das Behind the Scenes von Jakub und teilweise meinem Edit. Wie gesagt, Jakub, seine Idee, seine Arbeit. Er hat mich gefragt, ob ich dabei sein will. Ich weiß jetzt nicht, wie viel von mir jetzt im Edit ist, ob 20%, 30% oder nur 10%. Hat super Spaß gemacht, hier zu fahren. Wann hat man mal die Chance, so eine Location zu fahren? Einige Dinger geklappt. Auf den Heelclicker Bar bin ich am meisten stoked und Jakub hat einfach richtig gezündet. Der erste sah eigentlich schon perfekt aus. Leider Mini-Hang-Up und dann geht er hoch und macht es einfach nochmal. Robert ist mittlerweile bestimmt von oben bis unten durchgefroren oder geht's noch? Ja, ist schon kalt. Ist schon kalt. Ja, mir ist warm beim Fahren, aber wenn du rumstehst... Auf jeden. Fett. Robert hat geile Bilder gemacht diesmal. Und ja, checkt das Video aus. Link ist unten in der Videobeschreibung. Knallt Likes rein, kommentiert, dass die MTN-Gang bei Jakub mal richtig viel Liebe da lässt und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal.